Ist da jemand? Zeig dich! Hey, wo bist du? Alles in Ordnung? Da stimmt was nicht. Haben jemand verloren? Dass dieser Stadt hier passiert ist. Gib mir ein paar mechanische, dann räume ich schon auf im Staubbezirk. Ich weiß nicht. Jemand schießt auf uns! Was? Verdammt, alles klar! Verdammt! Das Fluch geht dir gut! Ich muss... Ich glaube, da war was Verdächtiges. Eindringling!
Geschichte, dass dieser Stadt hier passiert ist. Gebt mir ein paar Mechanische, dann räume ich schon auf im Staubbezirk. Vielleicht waren die Trollboys besser aus der Zeit der Seuche. Da standen die Leute noch gerade. Verflucht! Was ist hier los? Hallo? Ist da wer? Haben jemand verloren? Muss ich dich jetzt suchen kommen? Ich hab keine Zeit für sowas. Frag mich, wer das war. Signal abwarten! Dafür bringe ich dich um. Das hier ist da. Ich krieg dich schon. Seit ich in Uniform bin, fliehen ist zwecklos. Thank you.
Also mal sehen. Was war es? Hast du was gesehen? Verschwinden Sie sofort! So verstehen Sie doch. Rufe um Hilfe, wenn Sie nicht gehen. Warte! Hilfe! Jetzt los! Lassen Sie mich! Und was ist hier los? Hier stimmt was nicht. So hilft mir doch jemand! Was?
Anwesen ist eigenartig schön. Vielleicht finde ich einen Weg, das hier ohne Kirin Jendoshs Tod zu beenden. Also, ich muss Jindosh eliminieren und Anton Sokolov finden. So etwas bauen. Und warum? Jemand hat einen der Mechanismen im Haus aktiviert. Jindosh. Willkommen, Besucher. Mein Haus steht immer offen. Ich will wissen, wie ein normaler Mensch diese sich verschiebenden Räume überwindet. Ich bin Kirin Jindosh. Aber das wissen Sie sicherlich. Machen Sie weiter, Fremde. Gehen Sie die Treppe hoch. Wir treffen uns in der oberen Halle. Sie sehe, weiß ich, wer Sie sind. Kein bezahlter Mörder, dafür sind Sie zu gut angezogen. Ein adliger Draufgänger? Schon eher. Sie wurden am Schwert ausgebildet, formal, aber Sie sind kein Fechtkünstler. Einen Teil haben Sie auf der Straße gelernt. Und Sie haben die Augen Ihres Vaters, Eure kaiserliche Majestät. Willkommen! Lady Emily Caldwin. Beeindruckend, Jindosh. Dann wissen Sie sicher auch, warum ich hier bin. Meine Beziehungen zum Herzog haben Sie wohl zu mir geführt. Oder Sie suchen den gescheiterten Anton Sokolov, der es sich im Vorführraum bequem gemacht hat. Kommen Sie nur und nehmen Sie sich, was Sie suchen. Doch sollten Sie versagen, werde ich sie in meinem Labor sezieren und untersuchen. Bis dahin ist ihr Geheimnis bei mir sicher. Dann bist leicht, Jindosh.